Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben dieses Thema intensiv diskutiert und vor allen Dingen scheint mir es wichtig zu sein, wirklich auch den Blick auf den Antragstext der Linken zu werfen. Wenn man genauer drin liest, dann findet man einen einzigen klugen Satz, der da lautet, dass ein gutes Verhältnis zu Russland grundlegend ist für Frieden auf dem europäischen Kontinent. Das ist vollkommen richtig und die Vorredner sind ja intensiv darauf eingegangen, was dafür die notwendige Grundlage ist. Und umgekehrt ist es dann eben auch so, dass sie übers Ziel in einer Weise hinausschießen, die im Grunde genommen inakzeptabel ist, wenn sie der EU, wenn sie der NATO, wenn sie den Mitgliedstaaten dieser Organisationen, also auch uns, unterstellen, Konfliktpartei in der Ukraine zu sein und damit insinuieren, als ob wir Mitursache der Herausforderungen, der Probleme in der Ukraine sind. Das ist dreist, das ist Geschichtsklitterung, anders kann man das im Grunde genommen nicht formulieren. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich finde es wirklich bemerkenswert. Ich kann mir eine Äußerung dazu nicht enthalten. Natürlich ist es so, dass diese Sanktionen wirken. Und sie wirken nicht nur in Russland, sondern sie wirken, Herr Hampel, ich werde gleich auf Sie eingehen, sie wirken auch bei uns. Ich erlebe das im eigenen Wahlkreis in Baden-Württemberg, wo es viele Maschinenbauunternehmen gibt, die vielfach davon betroffen sind. Und Sie haben das Kieler Wirtschaftsinstitut angesprochen, das beispielsweise gesagt hat, dass von den Sanktionskosten des Westens die deutsche Wirtschaft etwa 40% zu tragen hat, im Vergleich dazu 8% Großbritannien, 4% Frankreich. Das heißt, wir und unsere Wirtschaft leiden unter diesen Sanktionen. Das ist vollkommen richtig. Aber wollen Sie deshalb unsere Werte und das Fundament unserer Politik verkaufen? Diese Frage ist doch wirklich zu stellen. Und Sie haben nicht die Frage beantwortet, Herr Hungo, welche Alternativen Sie haben. Kollege, jedenfalls nicht plausibel. Ja? Erlaube es eine Zwischenfrage des Kollegen Hampel. Ja, bitte. Herr Kollege Frey, ich erwähnte gerade das Assoziierungsabkommen, was einen militärischen Part enthält. Ignorieren Sie das völlig, dass die NATO, die westlichen Nationen, die Ukraine militärisch auch stärker, nicht nur wirtschaftlich, an Europa binden wollten und damit ein Reiz Moskaus doch schon implementiert war? Also, lieber Herr Hampel, meine Vorredner sind doch intensiv darauf eingegangen, auf das Schlussabkommen von Helsinki beispielsweise, darauf, dass es Selbstbestimmungsrecht der Völker gibt und dass die Länder dort selbst entscheiden, welchen Bündnissen sie sich anschließen möchten. Es gibt keine russische Einflusssphäre, die wir zu akzeptieren hätten. Die Völker entscheiden, wie sie sich positionieren wollen. Und da gibt es keine Einflussnahme Europas, des Westens oder Deutschlands, sondern es gibt das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und das respektieren wir ganz offensichtlich im Gegensatz zu Ihnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde gerne aber noch auf einen anderen Aspekt hinweisen, weil ich immer wieder denke, dass die deutsche oder dass die Sichtweise in Deutschland auf Russland häufig romantisch verklärt ist und auch viele Fakten außer Acht lässt. Wenn man einmal die jüngere Vergangenheit sich anschaut, beginnend mit der Rede von Putin zur Lage der Nation 2005, wo er als größte Katastrophe, geopolitische Katastrophe des letzten Jahrhunderts den Zusammenbruch der Sowjetunion bezeichnet hat. Seine Rede 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz, 2008 der Georgienkrieg, dann die Annexion der Krim, dann die russischen Truppen in oder grünen Männchen in der Ostukraine. Ich könnte weitermachen mit Syrien und vielem anderen mehr. Dann wird doch dort etwas deutlich, was uns zutiefst beunruhigen muss. Und vor allen Dingen findet es ja seine Entsprechung auch in den nackten Zahlen. Russland hat seit dem Jahr 2000 und dann erst recht ab 2008 massiv aufgerüstet. Während Russland im Jahr 2000 noch etwa 2% seiner Wirtschaftsleistung für Rüstung und Militär ausgegeben hat, sind es heute 5,3%, so viel wie in keinem anderen Land der Erde. Und es wird im Übrigen hinterlegt, wenn Sie beispielsweise die Großübung Zapad 17 anschauen, wo im Westen Russlands
40.000 Soldaten ganz offensichtlich Angriffskriege üben. Wenn Sie sich Kaliningrad anschauen, wo 300.000 russische Soldaten sind, den militärischen Westdistrikt anschauen mit weiteren 40.000 Soldaten, dann sind es doch Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Und wir erleben auch, was der russische Generalstabschef Gerassimow formuliert hat, dass nämlich Auseinandersetzungen und Konflikte mit zwei Fronten der Vergangenheit angehören und die Zukunft eben in der hybriden Kriegsführung liegen. Auch dafür gibt es viele Beispiele aus dem amerikanischen Wahlkampf, dem französischen Wahlkampf, dem Hackerangriff auf den Bundestag und nicht zuletzt auch vor einem Jahr ein Zug, der von Russland finanziert wurde, aus Serbien nach Mitrovica in Kosovo, wo in vielen Sprachen drauf stand, Kosovo ist serbisch. Das ist genau die Destruktionspolitik, die versucht, den Westen zu destabilisieren, Europa zu destabilisieren, einen Keil zu treiben. Und bei allem Verständnis für offene Gesprächskanäle, wir können nicht so naiv sein, das völlig zu unterschlagen. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache.